Mein Name ist Melina, ich bin 22 Jahre alt und studiere an der Martin-Luther-Universität Halle und mittlerweile bin ich seit 3 Jahren bei ELSA. Also ich bin zu ELSA gekommen in der Erstsemesterwoche, da haben wir unsere Tutorien und da hat sich ELSA direkt vorgestellt und im Prinzip, also attraktiv ist ELSA für mich geworden, weil sie von ihren Fahrten erzählt haben, also den Institutional Visits. Und das war das, was mich am Anfang angesprochen hat, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte die ganzen Institutionen in Brüssel oder Genf auch mal besuchen. Ja, also ELSA ist sehr fesselnd. Also man ist am Anfang vielleicht Teilnehmer eines Projekts und irgendwann, so war es bei mir, ich war Teilnehmer einer Fahrt nach Karlsruhe. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich aber auch mal organisieren. Und um das zu organisieren, muss man natürlich auch einen Vorstand oder man muss zumindest mal ein Amt bekleiden oder am Anfang auch einfach mal assistieren und helfen. Und das habe ich dann gemacht und bin dann Vorstand für Seminare und Konferenzen geworden, habe angefangen, eine Fahrt zu organisieren. Bei uns ging es zum Beispiel nach Brüssel und Den Haag. Und ja, so bin ich dazu gekommen. Ja, also eine große Veranstaltung vorzubereiten ist immer ziemlich intensiv. Man arbeitet sehr lange daran. Bei Konferenzen sind so in der Regel übers Wochenende, so 3, 4 Tage vielleicht. Dann gibt es dann noch die Law Schools, die sind etwas mehr Aufwand. Aber ich glaube, egal welches dieser Projekte man versucht zu realisieren als Team, man arbeitet sehr intensiv zusammen. Man bereitet sich meistens ein gutes Jahr vor oder ein knappes Jahr ungefähr. Und die Arbeit im Team ist natürlich nicht immer leicht. Man sitzt meistens mit bis zu 10 Köpfen zusammen und versucht, ein großes Projekt zu realisieren. Und da stoßen dann natürlich auch Meinungen, kreative Ideen aufeinander. Aber im Endeffekt, das, was man nachher daraus zieht, also die ganzen freudigen Momente, die ersten Anmeldungen der Teilnehmer oder Referenten, die zusagen, das sind dann auch wieder so Momente, die dann im Team doppelt so viel Spaß machen. Ich glaube, dass die besonderen Erlebnisse bei ELSA ganz allgemein die sind, wo man dieses Gemeinschaftsgefühl hat, wo man Dinge, die man gemeinsam anpackt, realisiert und einfach das Gefühl hat, zusammen auch etwas geschaffen zu haben und auch stolz darauf ist und stolz darauf ist, ein Teil davon zu sein. Also ich glaube, dass ELSA schon ziemlich berufsvorbereitend ist. Also wenn wir jetzt nochmal aufs Team zurückkommen, ich glaube, dass diese Teamarbeit auch eine Herausforderung ist. Und ich glaube auch, dass es später im Berufsleben sehr relevant sein wird, auch im Team arbeiten zu können. Und das ist auch etwas, was man lernen muss. Also von der Seite her ist es natürlich super fürs ganze spätere Leben und auch für sein Berufsleben. Und auf der anderen Seite aber auch, wie spricht man Referenten an? Wie organisiert man etwas Größeres oder vor allen Dingen, wie geht man auch Herausforderungen an, wo man am Anfang denkt, das könnte ich gar nicht. Weil ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass ich so etwas jemals machen könnte. Und wenn man aber drin steckt, dann wächst man ja auch von Tag zu Tag und man entwickelt sich immer weiter. Also ELSA hat einen großen Einfluss auf mein soziales Leben. Man ist ja mit ELSA immer unterwegs. Es beginnt bei Stammtischen, wo man einfach auch alle Studenten einlädt, wo jeder hinkommen kann. Man tauscht sich aus, man lernt neue Leute kennen. Natürlich auch bei einer Institutional Visit, bei einer Fahrt, die mehrere Tage geht, ist es natürlich auch so, dass man eng mit 20, 30 Leuten dann auch eine Woche verbringt, die man vorher überhaupt nicht kannte. Und das schweißt natürlich zusammen. Und ich meine jetzt schon zu sagen, dass in den letzten 2 Jahren, in denen ich jetzt bei ELSA bin, Freundschaften entstanden sind, die jahrzehntelang oder vielleicht hoffentlich für immer erhalten werden. Also da bin ich mir schon sicher. Also das schweißt unglaublich zusammen.